Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Außerweit. Ich bin da runtergeflogen. Wir sind immer noch dabei, den Eindringling zu erforschen. Und irgendwie ich nicht. Ja, ich sterbe die ganze Zeit bei diesem wunderschönen, eisigen Freund. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das jetzt in dieser Folge. Ach so. Das ist immer eine Markierung. Die will ich also. Der ist ja noch weit weg. Guck mal, da ist der Quantenmond. Mal gucken. Wir sind ja in der letzten Folge die ganze Zeit rechts gelaufen. Jetzt werden wir mal versuchen, mit unserem Scout vorausschauen zu gucken. Und nun ja. Fahren wir einfach mal, ne? Wird ein Spaß. Oh ja, Licht. Okay, bringt mir nichts. Was war denn das? Das ist die Luke. Da bleibt nichts anderes übrig, ne? Oh Gott. Werfen wie ein Waldmeister. Nächste Frage. Au. Ah.
Ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Dieses kugelförmige Steingebilde scheint die Quelle der Signale zu sein. Nein, vielmehr ist die Quelle darin verborgen. Ich kann hier irgendeine Art außergewöhnliche Materie ausmachen. Der Stein verändert unsere Messergebnisse. Sie sollte mindestens 10-mal höher sein als das, was wir empfangen. Hey, ich denke nicht, dass wir die Materie berühren sollten. Soweit ich das beurteilen kann, wäre direkter Kontakt damit tödlich. So einen Stein habe ich noch nie gesehen, aber es scheint unser einziger Schutz vor dem zu sein, was da drin lauert. Leider ist die Materie darin von so beunruhigender, flüchtiger Natur. Pai, was auch immer die Materie im Inneren dieses Steingebildes ist, sie ist unglaublich instabil und befindet sich unter massivem Druck. Schau dir den Scan der Dichte an. Etwas zu Kompaktes habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das ist um vieles schlimmer, als ich zuerst dachte. Sollte der Stein zerbrechen, würde sich diese tödliche Materie in Windeseile ausbreiten und das ganze Sternsystem übersiechen. Unter Druck wächst immer weiter. Was? Und der Druck wächst immer weiter an, je näher der Komet diesem Sternsystem kommt. Kehrt zum Shuttle zurück sofort. Unsere Freunde müssten erfahren, in welche furchtbare Gefahr wir schweben. Lass deine Ausrüstung zurück und rennen. Was machst du denn, Pai? Je mehr wir über diese fremdartige Materie wissen, desto bessere Überlebenschancen haben wir. Ich werde versuchen, hier so viel wie möglich darüber herauszufinden. Geh und warne die anderen. Vielleicht können sie irgendwie eine Zuflucht bauen. Los jetzt. Oh. Was mache ich jetzt damit? Berühre ich das einfach?
Meinte, ich sterbe gerade eh. Achso, das ist ein Stein. Was mache ich jetzt damit? Tot, hä? Ich meine, was soll ich denn jetzt machen? Oder wieder hier eine Runde sterben. Was war da hinten? Habt ihr es gerade gesehen? Wir gucken mal. Wenn nicht, dann muss ich da wieder mal kurz hin. Da war gerade so ein leichter blauer Schimmel. Schimmel. Licht. Ah je. Schimmel. Folgten diese Sammelenergiesignatur. Sie stellten fest, dass diese fremdartige Materie tödlich war und unter extrem Druck stand. Sollte der Stein zerbrechen, würde sich diesem ja. Und was mache ich jetzt? Schöne ist, ich habe hier das Gefährt, die Nummerhöhe. Das Gefährt kann immer noch eingehende Nachrichten von anderen Nummer I-Gefährten empfangen. Bleibende Nummer I-Clans gruppieren sich bereits
als Reaktion auf den drohenden Tod des Universums neu. Was mache ich denn jetzt? Ich hab doch jetzt alles, aber irgendwie ich noch kein Ende. Was? Wenn das ein Eingabegerät ist, was wir bei den Dings gesehen haben. Dann. Was soll ich denn da eingeben? Really? Extravagant geparkt. Ich dachte, sie leuchtet. Ist. Ich habe, du hast Fetchwell gefunden und Fetchwell ist auf den Schwarzdorn bei den Sternen. Das sind ja. Vielen Dank, vielen, ne, dass du Fetchwell gefunden hast. Ich werde mal auch nicht direkt mit in deinen Schiff zurückgekehrt. Was genau? Hahaha. Schrecklichen Ort rausholen. Ich melde mich gleich bei. Um ein Schiff. Aha, ich finde es nur richtig, dass Eisenhut selbst Fetchwell zurückbringt. Noch einmal vielen Dank, du. Kannst dir kaum vorstellen, wie unglaublich glücklich wir sind, dass Fetchbett noch lebt. Das hatten wir ja schon. Wie gesagt, ein Ende haben wir jetzt ja nicht. Durch. Auch immer das ist. Es ist unglaublich. Anfangs dachte ich, die Lichtpunkte auf den Bildern wären Sterne, aber das sind. Alex, das Bild steht nur ein winziges. Von uns weg, die haben alle keine Lust mehr. Fast den Anschein, als würde sich das ganze Universum ausdehnen. Vor sehr langer Zeit wird dichter beisammen gewesen sein. Wie weit zurück in der Zeit können wir die Zustände berechnen, hätte das Universum einen Anfang. Was hatten wir?
wirklich jetzt mein Problem ist. Ich weiß jetzt nicht, wo ich genau anfangen soll. Wir haben zwar jetzt noch das Gefährt, was wir wahrscheinlich aktivieren können mit den Warpkernen. Problem wird sein, wir müssen dann bei den Zwillingen uns rüber teleportieren, um den Warpkern zu holen. Dann dürfen wir aber auch nicht sterben. Es ist ein bisschen... Oh Gott. Oh Gott. Alter Falter. Genau, ja, dann einfach. Perfekt, ich stehe. Eingepackte Biene 1. Ich wollte gerade sagen, oh, der Typ ist weg, aber da steht hier noch. Ich glaube, das... Ah, oh, nein, das wollte ich jetzt gerade nicht. Fragen über Fragen. Oder muss ich jetzt zum Quantenmond wieder und dann nochmal schauen? Ach, wir gehen nochmal zu Schwarzdorn. Auf. Also das ist das weiße Loch. Noch einmal kurz zu Schwarzdorn. Nee, ich wollte ja noch was gucken. Oh, ja, das ist jetzt zu spät. Ich wollte ja noch was beim Komet noch mal gucken, weil der hatte ja diesen... Ach, ich guck mal in der Folge, wenn ich das nicht verpenne. Da juckt einen in den Hase. Ja, ich komme ja schon. Oh, da juckt er in die Nase. Das sind die Herrschaften.
hier durch. Und einmal hier lang. Irgendwo gegentreten. Guten Tag. Okay. Mensch, den einen habe ich aber weggekickt. Sehr schön. Ja, einmal rein. So, noch ein bisschen Gummi gegeben, damit ich auch ja dahin komme. Ihr Schnuckelschen. Aber ich bin gerade leicht hängen geblieben. Gebäude jetzt. Echt korrigieren. Hä? Ist es nicht hier? Moment mal, das... Noch nicht hier, oder? Ja, klick jetzt einfach mal durch. Jetzt komme ich irgendwo anders raus, wetten. Ach doch. Da war ich ja leicht gerade verwirrt.
Der Knopf. Das hier verwirrt mich, weil hier können wir definitiv noch was machen. Oh, naja, okay. Hatten. Was müssen wir hier machen? Was soll ich da einfügen? Und hier? Komm, Kumpel, ich. Du bist frei. Ich will mich immer drehen mit der anderen Dings. Haben wir hier schon? Sind die Koordinaten vielleicht schon drin und wir müssen einfach nur den Warp-Kern holen? Könnte sein, ne? Aber was muss ich... Irgendwas muss ich doch aber... hier machen. Aber was? Muss ich alle zum Leuchten bringen? Ich bin echt planlos. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, ich werde hier ein Folgenpäuschen machen. Bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.